Ja, Daniel Tschichow, interessante, turbulente letzten beiden Tage gewesen durch diesen Rücktritt von 8 Athleten im Nordic Club. Wie habt ihr euch entschieden vom LSV-Rat erstmal und wie geht's weiter? Also wir haben gestern jetzt lediglich haben alles zur Kenntnis genommen, diskutiert und entschieden, dass wir heute eine gemeinsame, also eine öffentliche Pressekonferenz machen und nicht jedem einzelnen Rede und Antwort geben. Ansonsten über die Folgen ist es zu früh schon zu spekulieren. Wir werden jetzt diese Woche haben viele Hausaufgaben zu machen. Wir werden mit allen Gremien in Kontakt treten und auch nochmal probieren, wie schon bereits erwähnt, mit den Eltern Gespräche zu führen. Und anschließend sind wir wirklich vollstens im Bilde. Jetzt habt ihr ja nochmal so eine Mail an die Eltern auch geschickt, dass man nochmal ein Gespräch eben suchen will. Ja, was ist vom Gefühl her die Erfolgsaussichten, dass es da vielleicht noch eine Umkehr nochmal gibt? Gut, wenn nicht eine gewisse Erfolgsaussicht oder von unserer Seite eine Einschätzung da wäre, dass wir eine Möglichkeit haben, zumindest nochmal in einem letzten Gespräch mit den Athleten und letztlich natürlich auch mit den Eltern, die ebenso davon betroffen sind, eintreten zu können, wären die Mails nicht so verschickt worden, dann hätten wir auch einfach können bestätigen, dass man ihren Rücktritt oder wenn ich so sehe, ihren Austritt aus dem Verband entgegennimmt. Von dem her gehe ich davon aus, dass der größere Teil der Athleten sich zum Gespräch bereit erklärt. Ja, Ronald Kaufmann, neuer Chef Nordisch vom LSV. Wie ist es da vom Nordic Club Liechtenstein? Ist es so eine gewisse Ablehnung gegen Sie auch da oder ist es von Anfang an eigentlich okay gewesen? Also wir haben ein Gespräch gehabt, vor allem mit dem Präsidenten, mit dem Arnold Badliner. Dort ist klar zu Gespräch gekommen, dass keine Ablehnung um ist gegen mich, dass sie mit mir zusammenarbeiten. Wir haben auch mit den ersten Eltern, mit den ersten Kaderläufern geredet, mit den Eltern schon. Und dort ist auch keine Ablehnung gegenüber mir gewesen. Das heisst, nichts gegen meine Person. Wir haben zusammenarbeiten auch. Und jetzt ist leider eine andere Situation rausgekommen. In den Medien hat man gelesen, sie sind nicht einverstanden mit mir. Jetzt hoffen wir, dass wir es mit dem Gespräch regeln konnten und klären konnten. Ja. Ich denke mal, dass man da persönlich dann auch enttäuscht ist, gerade wenn man vorher mit den Betroffenen ja redet und da war alles in Ordnung und jetzt auf einmal dann sowas liest. Ja, sicher. Das ist, wenn man es gerade liest, so aus den Medien raus, ist es im Moment ein bisschen enttäuschend. Ja, ich weiß den Grund nicht und ich hoffe schwer, dass wir eine Lösung finden. Und weil ich setze mich auch für den Sport ein. Ich will ja nicht, dass sie nichts mehr machen kann. Ich will ja, dass sie weiterkommen, wie sie es jetzt auch hatten. Und dass man etwas bewegen kann im Nordischen, da im Liechtensteinischen und das wirklich vorangeht.